Wir sind hier bei der Thüringen-Rundfahrt und bei uns ist Hanka Kupfernagel. Vielleicht kannst du uns mal so eine Einschätzung geben, wie der Stellenwert der Thüringen-Rundfahrt so im Frauenradsport ist. Nun, der ist ziemlich hoch. Die Rundfahrt ist schon seit Jahren angesehen, weil sie bekannt dafür ist, dass sie sehr gut organisiert ist und die Fahrerinnen wenige Transfers haben. Sie ist aber auch dafür bekannt, dass sie sehr schwer ist und dass sie sehr hart gefahren wird. Also, es gibt viele Fahrerinnen, die lieben diese Rundfahrt, sie hassen aber auch gleichzeitig, weil sie wirklich sehr intensiv ist. Jo, du bist hier auch die ganzen Tage im Einsatz mit einem Workshop für Hobby-Radsportler. Ja. Kannst du uns halt dazu mal ein bisschen was erzählen, was damit auf sich hat? Ja, wir haben das dieses Jahr das erste Mal probiert. Leider ein bisschen spät ist uns diese Idee gekommen, aber wir haben das Beste draus gemacht und hatten jetzt jeden Tag 3-4 Leute da, den ich versucht habe, einfach mal auf den Originalstrecken, die Fahrerinnen dann auch fahren mussten, Fahrtechnik zu vermitteln. Wir haben ein bisschen über Positionen gesprochen, über Bergtraining, über Zeitfahrttechnik, Zeitfahrttraining und alles einfach, alle Fragen beantwortet, die die Leute hatten rund um Radsport.